Hallo, mein Name ist Lukas, ich bin 24 Jahre alt und ich mache meine Ausbildung zum Schreiner bei Prevo Möbel und Raum in Stuttgart. Derzeit bin ich im dritten Ausbildungsjahr. Ich bin auf meinen Beruf gekommen, weil ich damals keine Lust mehr auf mein Studium hatte und schon damals immer Spaß an handwerklichen Tätigkeiten hatte. Also zu Anfang, klar, macht man auch viele Zuarbeiten. Und ich würde sagen, so im zweiten Ausbildungsjahr und hin zum dritten wird man dann immer mehr angeleitet, auch wirklich selbstständig Projekte und Aufträge durchzuarbeiten. Ja, und man lernt natürlich unheimlich viel über die Zeit, also jetzt an handwerklichen Fähigkeiten, die man jetzt in der Praxis erlernt, von seinem Betriebsleiter, von seinem Meister. Und gerade bei uns der Bereich CNC ist recht groß, weil die Möglichkeiten dort einfach nahezu grenzenlos sind. Hier ein Beispiel meines Arbeitsalltages anhand der Herstellung eines Regals. Die Teile habe ich schon im Vorfeld zugeschnitten, bekantet und gefräst und nun beginne ich die Teile zusammenzusetzen und zu verschrauben. Am meisten Spaß an meinem Beruf macht mir, wenn ich ein fertiges Produkt vor mir stehen habe und da selber denke, Mensch, das sieht richtig gut aus, das gefällt mir, das ist gut geworden. Das Interessante an meinem Job ist außerdem, dass man mit sehr vielen unterschiedlichen Materialien arbeitet. Besondere Fähigkeiten wären gutes Gefühl für Oberflächen, für Materialien, natürlich handwerkliches Geschick. Man sollte eine gewisse Liebe zum Detail mitbringen. Wichtig ist außerdem ein gutes technisches Verständnis, um vor allem sicher und gut mit den Maschinen umgehen zu können. Bis vor kurzem habe ich an meinem Gesellenstück gearbeitet. Mein Gesellenstück ist ein hängendes Sideboard. Für das Gesellenstück hat man 80 Stunden Zeit. Ich habe also 80 Stunden an diesem Stück alleine gearbeitet. Bei einem Gesellenstück ist es besonders, dass es von einem selber entworfen wurde, genau nach den eigenen Vorstellungen, und dass es dieses Stück nur einmal so in dieser Gestaltung gibt. Weiterbildungsmöglichkeiten in dem Beruf sind einmal natürlich der Meister. Zum anderen gibt es auch den Techniker und den Gestalter.